Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum hässlichsten Code-Stück, das ihr jemals sehen werdet. Ja, ich wollte heute nur mal kurz ein kleines Programmchen herzeigen, was ich vor einiger Zeit, vor circa einer Woche oder zwei, mal geschrieben habe, das eine ziemlich coole Sache macht, meiner Meinung nach. Ich werde zuerst mal versuchen, die Grundidee dahinter zu erläutern. Also grundsätzlich kennen wir hoffentlich alle Bilder. Also wenn ich von Bildern spreche, meine ich hier ganz normale Bilder. Ich wollte nicht paint.net aufmachen, sondern nur paint. So, wenn ich jetzt hier ein paar Pixel male. Ich soll zuerst nicht in schwarz malen, machen wir mal orange. Und wenn ich jetzt diese Farbe hier ansehe, dann sehen wir, dass es hier Rot, Grün und Blau Werte gibt. Die werden normalerweise in Hexadezimal repräsentiert. Das bedeutet eben von 0 bis 255 oder in Hexadezimal von 00 bis FF. Ja, jetzt haben wir aber hier, wenn ich sage FF, dann ist jeweils FF ein Byte. Das bedeutet, wir haben hier 3 Byte voll Speicher, mehr oder weniger, die dieses Bild belegt. Ja, ein Byte läuft auf 8, also ein F eigentlich in Hexadezimal läuft auf eine 8 in Dezimal heraus. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier diesen letzten Byte praktisch, also es ist jetzt hier nicht Hexadezimal, sondern Dezimal, aber wir können das ja praktisch umrechnen, indem wir hier einfach 8 abziehen. Das wäre das Limit mehr oder weniger, wie viel wir wegnehmen könnten von dieser Farbe, wenn wir jetzt dieses letzte Bit komplett wegschneiden. Oder diese letzte hexadezimale Stelle. Das bedeutet, wir haben jetzt einfach F abgezogen, mehr oder weniger. Und wenn wir jetzt hier die Farbe ansehen, dann erkennt man eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Das ist für das normale menschliche Auge eigentlich genau dieselbe Farbe. Und dieses Prinzip macht man sich bei dieser Methode, die ich heute vorzeigen will, zunutze, indem man in dieses letzte halbe Byte praktisch der Farbe eines Bildes Daten hineinschreibt. Ja, das hört sich nach einer sehr simplen Aufgabe an, aber die ist gar nicht so simpel, wenn man mal sich das Ganze überlegt. Das Problem ist nämlich, dass wir wirklich nur einen halben Byte speichern können. Man könnte theoretisch, wenn man das Ganze mit einem PNG machen würde, ich mache es hier mit Bitmaps, weil sie wesentlich leichter zu verarbeiten sind, hier in C++. Aber wenn man das Ganze mit einem PNG machen könnte oder würde, kann man relativ problemlos, man müsste es eben nur umbauen, dann hätte man einen Alpha-Channel zur Verfügung, also einen Transparenz-Channel, den es ja im Bitmap-Format nicht gibt. Da gibt es nur Rot, Grün und Blau. Das bedeutet, man hätte 4 Farbwerte und man könnte immer in die Hälfte dieser Farbwerte, also ein halbes Byte Daten reinschreiben. Das bedeutet insgesamt 2 Byte Daten, weil 4 mal ein halbes Byte sind 2 Byte. Das wäre wesentlich effizienter und man würde den Unterschied immer noch nicht merken. Also ich habe das praktisch per Hand getestet. Man merkt den Unterschied nicht, aber es würde eben zusätzlichen Programmieraufwand bedeuten. Ja, ich werde jetzt gleich dieses Programm hier herzeigen. Zuerst mal ein kleiner Disclaimer, mehr oder weniger. Ich werde diesen Code zwar auf GitHub zur Verfügung stellen und auch zum Download und so, aber ich würde das nicht in einem Produktivsystem verwenden, was auch immer man da produktiv verwenden möchte. Das ist eigentlich nur eine Spielerei, mehr oder weniger. Ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein bei allen C++-Programmierern, die sich wahrscheinlich denken werden, was ich für ein Idiot bin, weil ich keinen einzigen Standard wahrscheinlich eingehalten habe. Ich würde gleich sagen, ich bin nicht der größte Profi in C++. Ich beherrsche grundsätzlich die Sprache, aber mit den Idealismen der verschiedensten Konstruktionen in dieser Sprache bin ich noch nicht ganz so vertraut. Ja, dann habe ich hier auf der Seite 7 eine Library verwendet für den Bitmap-Zugriff. Die heißt EasyBMP, werde ich auch einen Link in die Beschreibung geben zum Download von diesem.
Ja, das ist eine gratis Library, eben hier Open Source, also da kann man auch reinschauen in den Source Code. Da ist die Copyright Message. Ja, das kann man eben für seine eigenen Projekte verwenden. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Programm an. Nämlich werden wir uns als erstes die Main-Methode anschauen. Die ist nämlich der wenigste Aufwand. Hier ist einfach mal ein Standardkonstrukt mehr oder weniger zum Parameter einlesen. Oder ich glaube, ich werde mal zuerst zeigen, wie das Ganze funktioniert, dieses ganze Programm. Dann ist es nämlich, denke ich, leichter, den Source Code zu erklären. Also ich bin jetzt hier in einem Verzeichnis auf meinem Desktop, das heißt Image. Und hier gibt es einige Dateien. Ja, wobei ich zwei schon löschen kann. Es gibt eine Image.exe, das ist die tatsächliche Exe-Datei, die aus diesem Code kompiliert wurde. Dann gibt es eine Input.bmp-Datei, die stellt praktisch ein Bitmap zum Input dar. Das ist hier einfach nur ein herunterskaliertes Beispielbild von Windows. Es ist 103x77 Pixel groß, nur damit die Berechnungen nicht so lang dauert. Ich habe das Ganze auch ausprobiert mit bis zu 400 bis 500 Megabyte großen Bildern und es gab noch keinen Absturz, also es geht theoretisch mit allen Bildern oder mit jeder Größe von Bildern, solange man genug RAM und genug Zeit dazu hat, weil bei einem 500 Megabyte großen Bild musste ich circa, ich habe über die Nacht in Laufen gelassen, den Computer, das heißt so circa 11 Stunden oder so habe ich gewartet darauf. Ja, wir haben hier eben einen Input.bmp, also die Input-Bitmap-Datei, die wir bearbeiten werden, und eine Message.txt. Nein, wo einfach drei Zeilen hier drinnen stehen, einfach ein bisschen Text. Das habe ich ebenfalls probiert mit sehr großen Dateien. Ich habe zum Beispiel das Gutenberg-Projekt heruntergeladen und in ein, eben wie gesagt, 200 Megabyte großes Bild rein transferiert, mehr oder weniger. Also es hat größentechnisch, denke ich zumindest, keine Limitationen, wie auch immer. Ja, jetzt wo wir diese zwei Voraussetzungen haben, können wir hier, ich bin hier in diesem Verzeichnis drinnen, in dieser CMD. Und wenn ich jetzt hier Image ausführe, dann zeigt er mir diese Usage Message an. Die werde ich jetzt mal kurz dechiffrieren für den Normalsterblichen, weil das ziemlich komisch angeschrieben ist. Ja, also man führt eben die Exe logischerweise aus, dann gibt es zwei Optionen, entweder Decode oder Encode. Oder D und E kann man auch schreiben, wenn man möchte. Das heißt, Decoden und Encoden erklärt sich hier von selber eigentlich. Also Encode bedeutet in die von der Message.txt, oh, hoppla, von der Message.txt in die Input.bmp hinschreiben. In unserem Fall hier Message.txt in Input. Also ja, in Input.bmp. In diesem Fall bleibt aber eigentlich die eigentliche Bitmap-Datei unverändert. Es wird nur eine neue Bitmap-Datei erstellt, die heißt Output.bmp. Oder beziehungsweise so, wie man den Dateinamen hier angibt. Ich erkläre das ein bisschen anhand eines Beispiels, weil ich genau weiß, dass das keine gute Erklärung ist. Zu dieser Note hier komme ich dann später noch. Also, wenn wir jetzt hier eingeben Image und dann zum Beispiel wollen wir encoden. Unser Input.bmp ist in unserem Fall Input.bmp. Unser Output nennen wir einfach mal Output.bmp und unser Message.txt ist hier auch Message.txt. Man kann hier natürlich alles reingeben, wenn man möchte. Es wird nur nicht recht viel Sinn haben. Ich denke mal, wenn das hier kein Bitmap ist, das habe ich noch nicht probiert. Aber ich glaube, dann wird einfach stehen, dass das Bitmap nicht existiert. Denke ich. Und hier kann man logischerweise auch alles reingeben, also alles, was gelesen werden kann. Das heißt praktisch jedes Dateiformat. Ja, wenn wir das jetzt hier ausführen, dann gibt es hier ein paar Debug-Messages, die ich noch nicht entfernt habe. Und wir kriegen hier eine Bitmap-Datei. Eine veränderte mehr oder weniger. Und wenn wir die jetzt hier nebeneinander anschauen, dann sehen wir, es hat sich de facto nichts geändert. Also das menschliche Auge sieht hier nichts. Keinen Unterschied. Was man dazu sagen sollte zu diesem System ist, dass das Ganze einen Haken hat. Zumindest glaube ich das. Ich habe es noch nicht wirklich probiert, aber ich denke, es hat einen Haken. Nämlich bei weißen oder generell einfärbigen Bildern. Das bedeutet, wenn man ein Bild hat, wo nur eine Farbe
präsent ist, mehr oder weniger, dann und man verändert einen Farbton ein bisschen, dann merkt man das eher, als wenn man es in so einem Bild, in einem Kontext mehr oder weniger verwendet. Also wenn wir nur eine weiße Fläche haben, dann bemerkt das Auge schneller, dass etwas verändert wurde, als in so einem Wimmelbild mehr oder weniger. Das bedeutet, man sollte eben, also wenn man ein ganz normales Foto verwendet oder eine Zeichnung, einfach irgendwas, wo viele Pixel sind, dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Ich rotiere heute ziemlich viel mit meiner Maus. Ja, das ist natürlich alles schön und gut, dass wir jetzt eine Output.bmp-Datei haben, aber ich könnte euch natürlich immer noch übers Ohr hauen, weil ihr wisst ja noch gar nicht, dass diese Message jetzt da drinnen steht. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn wir hier Image Decode, unser Input, jetzt wird es verwirrend, ist in diesem Fall ist unser Output.bmp von vorher, weil wir wollen jetzt einfach den Output, was wir gerade generiert haben, wieder ins Programm einspeisen. Also machen wir statt dem Input oder als Input Parameter ein Output.bmp. Das habe ich damit gemeint, dass das hier nicht optimal codiert ist. Das könnte man sicher besser machen. Ja, und jetzt bei diesem Output.bmp Parameter denken sich wahrscheinlich einige, wozu brauchen wir das? Weil wir schreiben ja jetzt nichts in eine Bilddatei, wir schreiben ja was in eine Textdatei beim Decoden. Und das ist das, wo diese Note hier zum Tragen kommt, mehr oder weniger. Dieses Output.bmp can be set to anything when decoding, but it has to be set to something. Das bedeutet, wir müssen diesen Parameter setzen, damit das Programm sieht, aha, da sind drei oder vier Parameter. Aber es ist genau egal, zu was wir es setzen. Also ich setze es mal hier auf A, B, C, D, weil es wirklich egal ist. Also es muss nur ein Text drinnen stehen. Und unsere Message.txt nenne ich mal Output.txt, weil da wird nämlich der Output reingeschrieben. Gut, jetzt drücke ich mal Enter, hoffe, dass das funktioniert und schau mal hier rein. Haha. Wir kriegen, das mache ich mal zu, wir kriegen denselben Output, wie wir hineingeschrieben haben. Das heißt, effektiv haben wir jetzt Folgendes gemacht. Diese Input.bmp-Datei ist komplett unverändert. Das ist dieselbe Datei wie vorher. Diese Output.bmp-Datei ist dieselbe Datei wie Input.bmp, nur dass jeweils eigentlich nur am linken oberen Rand könnte man es erkennen, wenn man wirklich wollte. Wenn man sich es einbildet, dann sieht man hier vielleicht sogar einen dunkleren Fleck. Also hier werden praktisch einfach Pixel für Pixel jeweils ein halbes Byte unserer Nachricht reingeschrieben und die werden dann hier aus dem Output.bmp wieder herausgekitzelt. Man sieht es sogar wirklich ein bisschen, hier dass ein paar nicht ganz zusammenpassen, aber wie gesagt, wenn man das in einem hochauflösenderen Bild macht, dann fällt das wirklich keinem Schwein auf. Ja, so viel mal zur Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze unter der Haube aussieht. Ja, was ich vorher schon angefangen habe, mehr oder weniger diesen Satz, das ist eine ganz normale Parameterabfrage. Also wir schauen hier, ob argc, also die Anzahl der Parameter, 5 ist, beziehungsweise eigentlich, ob sie ungleich 5 ist. Wenn sie ungleich 5 ist, dann printen wir diese Usage-Message, was wir gerade vorher gesehen haben, also diese hier, und return 1. Dann schauen wir, ob argv1 die Code ist. Oder D, was ich vorher erwähnt habe. Das heißt, das Ganze funktioniert mit D auch, statt mit Decode. Dann führen wir diese ominöse Funktion Decode aus mit dem Parameter Nummer 2. Das wäre in unserem Fall Output.bmp. Also nein, Blödsinn. Doch, Output.bmp. Ja. Und hier unten haben wir dann Encode, das führt diese ominöse Funktion Encode aus mit Parametern 2 und 3, also Output.bmp und Input.bmp hier und Output.bmp. Und ja, jetzt schauen wir uns mal diese zwei ominösen Funktionen hier an. Ich werde mal anfangen mit Encode, weil das praktisch die Grundlage bildet für Decode. Ohne Encode ist Decode relativ schwierig zu verstehen. Also, ich werde es mal mehr oder weniger Zeile für Zeile oder eigentlich Ausdruck für Ausdruck durchgehen. BMP Input ist einfach eine Instanz dieser Klasse EasyBMP.
also easy Bitmap. Das ist unsere Input-Datei. Dann schauen wir, also wir machen input.readFromFile, unser Input-File. Das heißt zum Beispiel input.bmp und wenn das nicht erfolgreich war, Bitmap doesn't exist. Ja, jetzt wird's spannend, weil jetzt die Message Length hineinkodiert wird, mehr oder weniger. Das ist auch was relativ Wichtiges, weil wir sonst nicht wissen können, wann unsere Nachricht aufhört und das tatsächliche Bild anfängt, weil, wie wir vorher gesehen haben, speichern wir das Ganze ja nur in die linke obere Ecke des Bildes. Das bedeutet, alles andere, was dahinter kommt, ist kompletter Blödsinn. Es interessiert uns nicht, was da kommt, weil es noch zum Bild gehört. Deswegen kann das keine sinnvollen Daten ergeben. Deswegen machen wir hier Message Length ist Payload.length mal 2. Payload ist in diesem Fall das String, der hineingeschrieben werden soll in das Bitmap. Warum das mal 2 ist, das zeige ich später noch. Oder das könnte den schlauen Köpfen auch jetzt schon aufgefallen sein. Da prüfen wir einfach mal, ob die Message Length größer ist als die Image-Dimensionen. Also, wenn man logisch denkt, dann kommt man drauf, dass in ein Bild mit zum Beispiel 50 mal 50 Pixeln genau 2500 Pixel drinnen sind. Also Höhe mal Breite und so viele Buchstaben können wir dort reinspeichern. Wenn ja, dann schreiben wir so eine Error-Message. Ja, jetzt wird's umständlich. Das habe ich damit gemeint, dass mich die C++-Programmierer hassen werden. Ich mache hier einen String-Stream. Es wird den C++-Programmierern bekannt sein. Wem es nicht bekannt ist, das ist praktisch einfach ein Tool, mit dem man einfach Strings konkatenieren kann in C++, weil sonst ist es nämlich ziemlich kompliziert und aufwendig. Ja, hier in diesen String-Stream schreiben wir einfach rein, testen wir diese Methode setFill, dann setWith, also setW, dann Hex und dann die Message Length. Das bedeutet im Klartext. Wir nehmen an, wir haben jetzt eine Message Length von 24. Dann wird das Ganze umgewandelt in 00, 00 und was auch immer die hexadezimale Repräsentation von 24 ist. Ich schreibe jetzt mal 24, obwohl es nicht stimmt. Ja, das heißt, das kommt dann am Ende hier raus. Setw macht Also setzt einfach die Breite des Strings, der geschrieben wird, auf genau 8. Das bedeutet, egal was wir hier reinschreiben, der String wird immer 8 weit sein. Setfill setzt einfach, wenn dieser String kürzer ist als 8, also 8 Zeichen, dann füllt er es mit diesem Buchstaben auf, und zwar davor. Deswegen werden hier davor lauter Nuller gesetzt. Dann Hex steht einfach für die hexadezimale Repräsentation, also dass wir nicht die Dezimale, so wie ich es jetzt gemacht habe, reinschreiben, sondern die Hexadezimale. Ja. Ich könnte das sogar umrechnen eigentlich. Ich hier mal den Taschenrechner aufmache. Programmierer, dann 18. Das 24 wäre 1,8 in Hexadezimal. Es stimmt das Ganze auch, also wenn wir eine Länge von 24 haben, also wenn MSG-Length 24 ist, dann schreiben wir hier 0000 18 hinein. Gut, so viel dazu. Dann machen wir hier diesen Array aus Zahlen praktisch. Message Length unterstrich Split. Das hat wieder einen bestimmten Grund, weil wir ja, wie wir uns erinnern, in jedes Pixel eines Bildes nur einen halben Byte hineinsprechen können, nämlich die spezifisch gesehen die letzte Hälfte des Blue Bytes. Deswegen müssen wir das Ganze so aufteilen, dass es in diese U-Chars hier, also unsigned char, was in diesem Fall, ich denke mal 4-Bit wären. Kann mich aber auch täuschen, es kann auch sein, dass es 8-Bit sind. Aber wir müssen es grundsätzlich in 4-Bit-Zahlen irgendwie bekommen. Das machen wir eben hiermit, dass wir das einfach mit dieser Single Char to Int-Funktion, die ich später noch herzeigen werde, einfach aus dem String uns jeweils die Zahlen herauskitzeln. Ja, jetzt haben wir hier dann einen Array. Also wenn wir hier wieder unser Beispiel nehmen, haben wir einen Array mit folgenden Elementen. 0, 0, 0, 0, 1 und
8, aber nicht als Strings, so wie hier oben, also das wäre eigentlich ein String, sondern das sind tatsächliche Zahlen. Gut, dann wird dasselbe eigentlich nochmal gemacht mit dem Payload, also mit unserer Zeichenkette, die wir hineinschreiben wollen. Das ist de facto dasselbe, aber es passiert etwas anderes, nämlich, dass wir Chars haben. Das bedeutet, wir haben jetzt keine Zahlen mehr, sondern, also wo wir wissen, dass es Zahlen sind, sondern wir haben einfach irgendwelche Buchstaben. Deswegen mache ich jetzt hier wieder einen Char-Array, also einen Character-Array, eben mit wieder dieser Länge, mit der Message-Length, warum ich hier Payload.length mal 2 geschrieben habe, keine Ahnung. Was jetzt wieder logisch erscheint, auch warum hier oben Message-Length, Payload.length mal 2 war, nämlich weil wir ja immer nur einen halben Byte hineinschreiben können. Deswegen, ich könnte hier eigentlich MSG-Length machen. Deswegen müssen wir das eben immer die doppelte Länge nehmen. Weil, wie wir wissen, ist ein Char ja, also ein Character, genau ein Byte. Zumindest ein UTF-8-Char ist ein Byte. Und wenn wir einen Byte speichern wollen, dann brauchen wir hier 2 Pixel. Deswegen wird es durch 2 geteilt. Ja, ich mache das jetzt auch hier ein bisschen dirty. Das könnte ich auch wieder. MSG-Length. So. Wir schauen hier einfach von 0 bis Message-Length minus 1. Und wir nehmen nur jeden zweiten. Und das ist wichtig, weil wir hier unten immer 2 auf einmal zuweisen eigentlich. Wir haben ein asymmetrisches Verfahren mehr oder weniger hier. Das wir müssen ja, wenn wir logisch nachdenken wieder, jedes wir müssen die Bits, die Bytes praktisch aufteilen. Das ist richtig schwer, das zu erklären. Wir müssen die Bytes praktisch aufteilen. Das bedeutet, das machen wir hier mit ein paar byteweisen oder bitweisen Operationen. Wir nehmen mal den Charakter, wo wir gerade sind. Also zum Beispiel beim ersten, ich nehme jetzt mal den ersten Durchlauf als Beispiel. Sagen wir haben die Zeichenkette A, B, C, D. Dann ist das erste ein A. Das ist schwer zu erklären. Ich denke, ein A, ein kleines, ist 97 in Hexadezimal. Das heißt, rechnen wir hier mal 97 um. Das wäre 61. Das heißt, an der ersten Stelle hätten wir die Hexadezimalzahl 61. Da hätten wir dann 62, 63 und 64. Logischerweise, weil das ja immer nacheinander folgende Buchstaben sind. Gut, das heißt, im ersten Durchlauf hätten wir im ersten, also im Payload Split I, Payload Split I, Payload I durch 2, das heißt 0 durch 2 ist 0. Das bedeutet, wir bekommen hier 61. Das Bit shiften wir jetzt mit 4. Ja, für alle, die nicht wissen, was ein Bit Shift ist, und das werden, denke ich mal, einige sein. Ein Bit Shift macht eigentlich nichts anderes als Bits, also eigentlich das, was der Name schon sagt, eigentlich nur Bits nach links oder rechts verschieben. In unserem Fall nach rechts, weil diese 2 Pfeile hier, oder diese 2 größer als Zeichen, nach rechts zeigen. Deswegen verschiebt sich das nach rechts. Das bedeutet hier unser 61, wenn ich das hier mal in binär konvertiere, hätten wir diese Zeichenfolge. Und ich setze hier nur einen Nuller davor. Wenn wir einen Bitshift mit 1 machen würden, also das praktisch, Bitshift nach rechts, einen nach rechts, dann würde herauskommen 0011 0000, weil, das sieht man eh relativ deutlich, es wird hier einfach eine 0 hinzugefügt, also die kommt praktisch aus dem Nichts. Wir haben hier davor einen 0 stehen. So. Oder eigentlich so. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Ja, wir haben hier davor eine 0 stehen, mehr oder weniger, und die wird dann halt hier angefügt. Genau dasselbe passiert hier drüben mit dem Overflow, der wird einfach weggelassen, also der wird auf der rechten Seite weggeschnitten. So, wenn wir jetzt hier mit dieser Zahl einen Bitshift mit 4 machen, dann wird praktisch das hier mit alles mit Nullen aufgefüllt, weil wir ja diese versteckten Nuller von links daherkommen, und die rechte Seite, diese rechte Seite hier, wird einfach abgeschnitten. Oder da habe ich mich vertan. So. Und das bedeutet, im Endeffekt bedeutet das einfach, dass links hier 0 ist und dass die linke Seite, dass die rechte Seite dieses Bytes ist, die linke Seite dieses Bytes ist.
Ja, der Zweck des Ganzen ist, dass wir dann in diesem ersten Paket den linken Teil unserer Zahl drinnen haben. Das heißt, das wäre in unserem Fall, wenn wir das konvertieren, 6. Sehen wir hier, das ist die linke Zahl praktisch. Das Ganze machen wir eben für jeden Buchstaben. Dann für i plus 1, das wäre in unserem Fall 62. Also 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Mit dem Verfahren wäre jetzt etwas anders. Das könnte schon etwas logischer sein für die Zuschauer, für euch. Hier wird einfach ein bitweises Und mit 0x0f gemacht. Das heißt, ein Und macht praktisch 0x0f korrespondiert praktisch zu 0000111. Also hier auf der linken Seite haben wir lauter Nuller und hier auf der rechten Seite ein F, das heißt lauter Einser. Und ein Und macht nichts anderes, also ein AND-Gate macht nichts anderes als, es gibt nur 1 aus, wenn beide dieser Zahlen hier 1 sind. Das heißt, wir haben beim ersten eine 0, weil 0, 0. Dann haben wir 1 und 0, ist trotzdem 0. 1 und 0 ist immer noch 0, 1 und, also 0 und 0 ist immer noch 0. Und dann haben wir hier wieder 0, weil 1, also 0 und 1, dann wieder 0 und 1, dann haben wir 1 und 1, das bedeutet, es kommt 1, und dann haben wir wieder 0 und 1. Anders kann das verstanden werden in diesem Kontext, dass nur die Zahlen von hier oben durchgelassen werden, wo hier 1er stehen. Das heißt, das ist praktisch ein, ich stelle mir das immer so als Tor vor. Das Tor wird geöffnet für diese rechte Seite, aber für diese linke Seite bleibt es geschlossen. Das heißt, hier kommt nichts durch, hier schon. Ja, so kann man sich das illustrieren. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich erklärt. Und wenn wir es hier, ich hätte eigentlich noch beim ersten bleiben sollen. Also wir haben hier wieder nur unser 61. Ich weiß nicht, warum ich das zweite schon genommen habe. Hier haben wir dann den rechten Teil unseres 61, also 0001 ist 1. Das heißt, wir haben hier die 6 und hier die 1 in zwei verschiedenen Paketen mehr oder weniger. Ja, das wäre es mal zur Aufteilung. Also so wird dann der ganze Array einfach aufgeteilt. Und dann geht es eigentlich schon ins Eingemachte. Ist jetzt nämlich richtig schön dort. Wir machen hier einen neuen RGBA-Pixel, wieder eine Klasse der Easy Bitmap Library oder Bibliothek, wie man sagen möchte. Den nennen wir einfach mal Pix. Und dann gehen wir die ersten 8 Zeichen der ersten Reihe durch. Das rührt daher, dass wir ja hier immer 8, also wir haben hier oben Setw8 gemacht, das heißt, wir wissen genau, dass dieser Message Length Split Array immer 8 Zeichen lang ist. Wir haben auch hier eine fixe Größe, das bedeutet, er kann gar nicht kleiner oder größer als 8 sein. Das heißt, wir iterieren einfach mal durch die ersten 8 Pixel durch. Pix ist input.getPixel, x und 0. Wenn wir uns erinnern, Input war unser Bitmap. GetPixel ist einfach eine Funktion, die einen Pixel gettet, wie der Name schon sagt eigentlich. x0 heißt einfach in der ersten Zeile. Also ich schreibe das mal standardmäßig links oben hin. Sehr undynamisch, aber es ist ja nur eine Spielerei. Das heißt, es wird einfach auf die ersten 8 Zeichen praktisch der oder auf die ersten 8 Pixel von links oben gesehen, geschrieben. Ja, dann wird einfach pix.blue und ist gleich, also wieder ein bitweises und eingesetzt mehr oder weniger, um jetzt aber hier genau das Gegenteil zu machen wie hier oben. Wir machen das Gitter, also das Tor in die andere Richtung. Wir schneiden den rechten Teil nämlich, also wir setzen den rechten Teil auf 0 und der linke Teil, hier wo das F steht, bleibt vorhanden. Der rechte Teil wird abgeschnitten. Das hätten wir auch machen können, indem wir zuerst einen Bitshift nach rechts mit 4 Byte, 4 Bit machen und dann einen Bitshift nach links mit 4 Bit. Das hätte dasselbe Resultat gebracht, aber so ist es nochmal einfacher. Und dann fügen wir einfach diesen Pix.blue, machen wir einfach eine Addition, weil wir genau wissen, dass diese Zahl, was hier drinnen steht, nur 4 Byte, nur 4 Bit groß ist, mit Message Length Unterstrich Split, Indexer X. Das heißt, wir haben dann praktisch, wenn wir hier 0000018 unsere Message Length hatten, wie wir uns erinnern, dann hätten wir hier in den ersten paar Pixeln, was auch immer der Wert von, also wenn wir es annehmen, der Blue-Wert wäre
Ich nenne es nur mal irgendwelche random Zahlen. Jetzt muss ich schauen, dass ich 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, im ersten Schritt wird jetzt hier einfach die rechte Hälfte jeweils abgeschnitten. Das heißt, wir bekommen einfach überall 0. 0er statt den Zahlen, was rechts stehen. Das ist bei diesem Schritt hier. Wenn wir das jetzt hinzufügen, hätten wir 7,0 immer noch, weil wir hier oben einen Nuller haben. Das heißt, wir hätten eigentlich überall Nuller. Außer dann, da hätten wir... Nein, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Da fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, da fehlen ein paar Nuller. So, jetzt haben wir genug Nullen. Wo war ich da? Das heißt praktisch, dann hätten wir hier 6, 1 und 7, 8, weil hier oben diese zwei, diese Zahlenkette wird einfach in diese Zahlenkette hineingesetzt, mehr oder weniger. Dann machen wir hier Set Pixel, also der Pixel wird wieder gesetzt und dann haben wir mal unsere ersten 8 Pixel. Ja, dann gehen wir wie hier mit einer mit einer verschachtelten Vorschleife einfach durch X und Y jeweils von der Breite und Höhe des Inputbildes. Wir lassen die ersten 8 Pixel in der ersten Reihe aus, das bedeutet, wenn Y 0 ist und X unter 8, dann sagen wir einfach Continue, ich spreche das Wort jedes Mal falsch aus. Ja, das heißt, wir überspringen das Ganze einfach. Ist wieder etwas dirty, aber es funktioniert. Dann setzen wir wieder Pix auf. Also wir machen de facto dasselbe, wie wir hier oben gemacht haben. Eigentlich machen wir genau dasselbe. Nur, dass es hier noch eine Besonderheit gibt, nämlich, dass wir schauen, ob wir die Länge noch nicht überschritten haben. Das heißt, wir schauen hier praktisch, ob die, da könnte ich hier eigentlich wieder ein Message Length nehmen, ob die Breite des Bildes mal Y, also wenn wir jetzt bei der dritten Zeile wären dann und das Bild ist 100 Pixel, dann hätten wir hier 300 plus wie weit wir in dieser Zeile schon sind, minus 8 wegen den 8 Offset von der Message Length. Wenn das kleiner ist als die Message Length, also wenn wir noch Platz haben, nein, eigentlich nicht, wenn wir noch Platz haben, sondern wenn wir noch eine Nachricht haben, dann schreibt das rein. Weil wenn nämlich die Nachricht aus wäre, dann würde es hier zu einem Index out of range Dingsbums kommen. Das heißt, es würde irgendeinen zufälligen Bullshit reinschreiben, den wir eigentlich nicht haben möchten. Ja, dann machen wir hier wieder das altbekannte Verfahren, rechte Hälfte abschneiden, addieren, fertig. Input.zpixel. Machen wir hier nur mehr, ja, das ist lustig, ein fopen, also eine Datei öffnen, dieses Output-File, also zum Beispiel output.txt in unserem Fall, und das öffnen wir mit dem Berechtigungs-Identifier w. Das bedeutet, falls die Datei existiert, löschen, also nicht löschen, sondern leeren praktisch, also alles, den ganzen Inhalt löschen. Und wenn sie nicht existiert, dann anlegen. Und diese Datei schließen wir gleich wieder. Dann machen wir input.write2file, das ist auch eine Funktion dieser Easy Bitmap Library, und dann deleten wir noch, wie es sich in C++ gehört. Das war eigentlich die ganze Encode-Funktion. Ich hoffe, ich habe das mal etwas gut erklärt, mehr oder weniger. Ja, wie gesagt, ich hoffe es zumindest. Also wenn es noch Fragen gibt, hier unten gibt es eine Kommentarbox, da kann man ganz viele Fragen stellen. Und ich bin mir sicher, dass ich jede einzelne beantworten werde. Ja, dann kommen wir jetzt zur Decode-Funktion. Die ist eigentlich jetzt nichts mehr Besonderes, weil wir ja wissen, wie unser Encoding-Format funktioniert. Wir machen hier wieder bis hier eigentlich dasselbe wie oben, also wir schauen einfach nur ob Input, dann String Stream Red, ich kann schon wieder nicht reden, ich rede jetzt eh schon eine halbe Stunde am Stück, ist mir nicht mehr. Was sollte ich sagen? Genau, das ist String Stream Red, ist einfach der Return-Wert, in dem wir dann unsere ganzen, also am Ende wird das Ganze zurückgegeben und das ist einfach unser String, der die ganzen Daten enthält. Jo, dann machen wir einen Counter, der ist nachher wichtig, Current ist nachher auch wichtig, RGBA Pixel, das ist wieder dasselbe wie oben, Message Length, müssen wir gleich ermitteln
Und ja, das geht so. Wir machen wieder eine String Stream für die Message Length unterstrich SS für String Stream. Dann gehen wir wieder durch die ersten 8 Pixel durch. Das ist zwar etwas, man würde es im Produktivbetrieb so machen, deswegen habe ich am Anfang diese Warnung mehr oder weniger gesagt, nicht im Produktivbetrieb einsetzen, weil wenn man da ein anderes, also ich habe es noch nicht getestet, in diese Decode-Funktion ein Bild hineinzugeben, was noch nicht encoded wurde. Es würde wahrscheinlich irgendeine Riesenzahl oder eine winzige Zahl bekommen als Message-Length und dann einfach irgendwo herumlesen im Speicher und Segmentation Fault und alles explodiert. Also wie gesagt, das ist nur zu Testzweck, man kann das natürlich, also ich, das ist nicht meine Idee gewesen, also es gab diese Idee schon vorher, das ist bekannt unter dem Prinzip der Steganographie. Das bedeutet einfach, dass man Sachen in der frei erkennbaren Sicht des Menschen versteckt. Gibt's ganz oft, gibt's auch, das gab's zu Zeiten der alten Ägypter schon, also es war nicht meine Idee, ihr könnt diesen Code auch gerne verwenden und verbessern für eure etwaigen Projekte, bitte verdient euch dumm und weiß Gott was damit. Ja, also ich erhebe keinerlei Anspruch auf diesen Code. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Genau, wir suchen uns wieder den Pixel raus und schreiben in diesen String-Stream die hexadezimale Repräsentation von diesem Pixel, also der rechten Hälfte dieses Pixels, hin. Wir machen wieder diesen UND-Trick von vorher, dass wir nur die rechte Hälfte nehmen, konvertieren das in ein U-Short, also in eine Zahl, die uns bekannt ist, und schreiben das in diesen Message-Length-String-Stream hinein. Dann machen wir die coole STRTOL, also String-to-Long-Funktion, schreiben das in die Message-Length und alle sind glücklich. Jetzt machen wir hier wieder unsere verschachtelte Vorschleife mit X und Y, überspringen gar nichts, doch überspringen schon was, nämlich die ersten 8 Pixel wieder, also in der ersten Zeile. Dann zu dem komme ich später noch, was das bewirkt. Jetzt getten wir wieder diesen Pixel und ich habe hier eine Count-Variable, die einfach jedes Mal mit dieser Schleife inkrementiert wird. Modulo macht, also dieses Prozentzeichen hier ist der Modulo-Operator, der macht nichts anderes als den Rest mehr oder weniger ausrechnen. Das bedeutet, wenn wir uns ans Dividieren der Volksschule erinnern, da hat man ja per Hand dividiert und dann einen Rest herausbekommen. Oder in der Grundschule, wie es in Deutschland heißt. Das heißt, wenn wir jetzt hier haben 0 und wir rechnen Modulo 2, ist das Ganze 0, weil 0 durch 2 ist 0, Rest 0. 1 durch 2 wiederum ergibt 0 mit Rest 1. Das bedeutet, wir bekommen 1. Hoppla. 2 Modulo 2 ergibt 1, aber der Rest ist 0. 3 Modulo 2 ergibt 1, aber der Rest ist 1. Und wir sehen hier schon ein Muster mehr oder weniger, also es ist immer 0, 1, 0, 1. Das bedeutet, wir bekommen praktisch alle, mit diesem Ausdruck hier, alle geraden Zahlen. Und ich bin mir sicher, dass diesen Operator hat jeder schon gekannt und ich habe das jetzt komplett unnötig erklärt. Ja, jedenfalls bei jeder geraden Zahl beginnen wir einen neuen Char, indem wir die rechte Hälfte nehmen und einfach in den Current Char reinschreiben. Ja, else, also bei jeder ungeraden Zahl, fügen wir es zum aktuellen Char hinzu, indem wir das Ganze einfach nach links, 4 nach links bitshiften, weil wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, haben wir zum Beispiel 000, ich habe jetzt die Zahlen leider vergessen, ich glaube es war 0110, hätten wir jetzt hier nach dem ersten drinnen stehen, nach diesem hier. Und jetzt machen wir eine Bitshift nach links 4, das heißt wir haben hier 0110, 0000, nach dieser Operation hier. Nach dieser Operation haben wir dann drinnen stehen 0110, was auch immer die andere Hälfte war. Ich gehe jetzt von 0, nein, ich glaube es war 0001. Hier wird eben nur die rechte Hälfte des Blue Bytes verwendet und eben hinzugefügt. Ja, dann wird das Ganze dazu geschiftet und ja, ich merke gerade, dass ich was komplett Unnötiges gemacht habe. Hier, ich habe gesagt, zu dieser Zeile komme ich später. Hier unten gibt es nämlich einen Marker, der heißt End.
Und praktisch, wenn die Message Length erreicht ist, also das ist praktisch dasselbe if wie hier oben. Wir schauen einfach, ob unsere aktuelle Position in der Datei größer ist als die Message Length, und wenn ja, gehen wir zu End, also go to End. Das ist aber unnötig, weil ich hier, ich dachte wahrscheinlich, dass ich das öfter brauchen würde. Habe ich aber nicht. Das heißt, ich kann hier einfach nur so machen. Ha, Vorbereitung ist alles. Für alle, die nicht verstanden haben, was ich jetzt gemacht habe, vorher habe ich hier unten, bin ich praktisch hier bei diesem Ausdruck dann, wenn der true war, aus der Schleife rausgesprungen und habe dann ein Return gemacht. Aber ein Return springt sowieso aus der ganzen Funktion raus, also kann ich das auch gleich so machen. Diese .str-Funktion macht einfach nur von einem String-Stream den String-Wert praktisch. Ja, das war es eigentlich auch schon zu diesem. Nein, das war es noch nicht zu diesem Programm. Ich habe hier noch diese utils.h, die so eine kleine Funktionensammlung, kann man nicht wirklich sagen, die ich geschrieben habe. Ich habe hier nur ein paar Type-Defs drin, um mir das Leben leichter zu machen. Also unsigned char wird auf uchar, unsigned short auf uSHORT, unsigned int auf uint, also einfach, dass ich nicht zu viel zu schreiben habe. Using namespace std wird gemacht, dass ich nicht immer std zu Doppelpunkt cout machen muss. Hier habe ich eine Methode, die einen Integer zu einem String konvertiert. Das ist nur so eine kleine Wrapper-Methode. Hier wird einfach ein String-Stream gemacht, den Number reingeschrieben und dann das Return. Und das ist die coolste Funktion ever. Die gibt nämlich einfach, die konvertiert aus einem Char zu einem Integer, also die hexadezimale Repräsentation davon. Das heißt, es macht tatsächlich nichts anderes, als dass, wenn hier ein Nuller reinkommt, gibt es 0 zurück, wenn ein 1er zurückkommt, gibt es 1 zurück, wenn ein A zurückkommt, hoppla, wenn ein A zurückkommt, gibt es 0xA zurück, wenn ein B hinkommt, gibt es 0xB zurück und so weiter. Das Ganze bis 0xF und ja. Wenn nicht, dann gibt es 0 zurück. Ja, und das war's jetzt, denke ich mal, zu diesem kleinen Programmchen. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich bin mir fast sicher, dass es dazu noch Fragen gibt, weil ich nicht der Beste im Erklären bin und schon gar nicht in dieser Programmiersprache, beziehungsweise bei so einem komplexen Problem. Ja, wie gesagt, ihr könnt damit herum. Ich werde einen Link zum GitHub-Projekt unten posten. Ihr könnt damit herumspielen, so viel ihr wollt. Ihr könnt es lizenzieren, für irgendwelche von euren Projekten verwenden, auch kommerziell, ist mir komplett egal. Und ja, den Link zum Easy Bitmap werde ich auch in die Beschreibung reinhauen. Gut, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, ob es noch irgendwas zu sagen gibt, aber ich denke mal nicht. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur mal eins zu sagen. Viel Spaß mit diesem Programm und euren Bild herumspielereien und auf Wiederschauen.